Normalerweise hoffe ich, dass die Folge eurem Niveau gerecht wird. Diesmal hoffe ich, ihr könnt dieser Wahnsinnsfolge gerecht werden. Ich bin Folge 106, die Niveaulose, und lade euch ein zu einer Audienz ins Planet. We proudly present Recherchen und Archiv, den besten drei Fragezeichen Fan Podcast aus Aachen. It's Showtime. Das Coming-of-Age-Drama von André Mininger hat wirklich alles, was einen Klassizismus-Fetischisten wie Stefan verzweifelt die Hände über den Kopf zusammenschlagen lässt. Statt kindgerechten sprechenden Totenköpfen gibt es 100 Folgen später hemmungsloses Küchenschaben-Overacting, einen erkälteten Justus, der im Fieberwahn wissen will, wo denn Mandys Schuh brenne, Jeffreys bisher einzige Sprechrolle, ein vermeintliches Ende mitten in der Folge und die Rückkehr von Monique Guerrera, die einen Vertrag mit dem Teufel geschlossen hat. Hier werden die drei Fragezeichen endlich cool. Ihr werdet es Trash nennen. Ich nenne es den ultimativen Klick oder Kick oder was auch immer, den Mega-Knaller zum Wohlfühlen. Yeah! So, herzlich willkommen zur neuen Folge Recherchen und Archiv. Und ja, als erstes tausend Dank für die vielen sehr, sehr coolen Einsendungen und Feedbacks von euch. Aber wir haben halt diesem einen Kommentar einfach Raum geben müssen, weil wir uns super gefreut haben, wie kreativ und lustig der war. Und ja, damit herzlich willkommen. Ja, setzt mich so ein bisschen unter Druck, ja. Ganz ehrlich jetzt so. Was soll man da jetzt irgendwie noch hinterher schieben? Das ist wirklich richtig gut zusammengefasst. Ja, wir könnten halt versuchen, der Folge gerecht zu werden. Das auch. Auch noch, aber ich war wirklich geneigt, erstmal es Trash zu nennen, aber das kann ich jetzt nicht. Aber ich meine, ich hatte auch überlegt, ob wir diese Folge irgendwie Tobi widmen müssen, der unter anderem die Frage, warum wir die jetzt besprechen, liegt halt auch daran, dass ihr einfach wahnsinnig hartnäckig immer wieder diese Folge von uns auch eingefordert habt. Und wir uns jetzt mit Hexenhandy einfach auch ja schon eh gefährlich nah rangewagt hatten. Jetzt lag es auf der Hand und haben wir gesagt, komm, es ist Zeit. Aber es sieht auch irgendwie aus, als hätten wir so einen Kink auf diese 100 bis 110er ja. Folgen. Ne? Weil uns fehlen nur noch 4 aus dieser Reihe. Okay. Dann haben wir alle. Ja, dann machen wir die doch mal alle voll irgendwann. Das wäre doch lustig. Also irgendwie hängen wir an denen. Und wir haben auch schon wieder einen Miniger. Ja. Ne? Auch an dem scheinen wir irgendwie... Ja. Ja, der ist halt streitbar irgendwie, ne? Also die einen sagen, es ist mega geil und die anderen sagen, ach du Kacke. Ja. Gut, und ich meine, er ist auf jeden Fall. Und ob das besonders. Trash ist oder nicht, genau, auch da können wir nochmal hingucken, aber ist, glaube ich, eine Folge, wo wir uns in die Vollen stürzen können. Und ich freue mich auch sehr darauf, Hanno, dass die Zitate-Maschine hier Gas gibt. Und ich habe ich habe schon die Hoffnung, dass wir bei allem, was da so an Albernheit drinsteckt und Spaß drinsteckt, den wir uns gönnen sollten. Ich bin gespannt, was wir da so links und rechts noch an Analyse rausschälen können, damit das hier nicht einfach nur totale Eskalation gibt. Also interessanterweise muss man sagen, Mininger hat nach dieser Folge 10 Jahre lang kein Drei-Fragezeichen-Buch mehr geschrieben. Ne? Angeblich munkelt man, sei es so gewesen, dass man gesagt hat, mit Sonnleitner wäre das Autorenteam jetzt komplett. Ja? Und man muss der Fairness halber auch sagen, der rechte Streit kam dazwischen. Aber es ist schon komisch, dass es sehr lange gedauert hat, bis er wieder als Autor tätig werden durfte. Es hat anscheinend, er selber hat im Interview gesagt, es hätte sehr große Kritik an dieser Folge echt? Gegeben. Kann ich gar nicht. Kann ich mir gar nicht. Also warum? Ich auch nicht. Also. Fun Fact an dieser hier am Rande ist, dass Mininger damals an den Job gekommen ist, indem er Heike Dine Körting immer wieder genervt hat, ja, und einen Job bei ihr gebeten hat. Und er hätte auch jedes Mal darauf rumgeritten, wie viel Fehler in den Hörspielen seien. Und dass er das ja viel besser könnte. Okay. Ja, okay. Gut, ich meine, Fehler an sich sind jetzt, also so Logikfehler an sich sind jetzt nicht das Problem der Folge, würde ich mal sagen. Vielleicht gibt es zwei, drei andere Themen. Aber sollen wir direkt rein? So mit Klappentext-Cover und dann Vollgas in die Clubszene? Ja.
Ja. Dann, wer mag den Klappentext vorlesen? Hallo? Es tut mir leid, ich bin diesmal so schlecht vorbereitet wie noch nie. Das ich hab einfach zu viel zu tun gerade. Okay. Ich habe noch nicht mal einen Klappentext vor mir liegen. Also ich habe einen. Ich hoffe es ja. Ich bin ja immer jetzt inzwischen so ein bisschen vorsichtig, ne? So, weil es ja so viele verschiedene gibt. Aber ich hoffe, das ist der richtige und ich lese ihn gerne vor, ja, wenn klar. ihr wollt. Ja. DJ Devil, von der Presse auch reißerisch Satans-DJ genannt, scheint wahrlich über teuflische Fähigkeiten zu verfügen. Der geheimnisvolle DJ ohne Kopf entlockt am Wochenende seinem Mischpult die unheimlichsten Beats, die tanzenden Besucher in rasende Euphorie versetzen. Doch plötzlich gerät die Szenerie außer Kontrolle. Die drei Fragezeichen sind an diesem Abend zufällig Besucher in der Diskothek Planet Evil und werden Zeugen eines unheimlichen Phänomens, das Justus an die Grenzen seiner Logik katapultiert. Nein. Alter, da brennt der Schuh. Klingt cool, die Folge würde ich gerne hören. Ja, die Grenzen der Logik. Okay. Ja, muss man, ja, was, okay. Also nehmen wir es ernst, was sagen wir dazu? Ja. Ja, klassisch guter Clickbait, also klingt toll. Ist ja aber auch, also stimmt ja auch. Es ist ja jetzt gut, ob jetzt Grenzen der Logik hin oder her, aber der Rest ist ja in Ordnung. Also passt ja auch, beschreibt auch das, was passiert, ist auch eigentlich nicht zu viel, also nicht zu dramatisch. Kann man schon so stehen lassen, oder? Ja, also ist haltbarer als ein Bildzeitungstext ja, auf gut. jeden Fall. So. Ist das aber, schon, ja. ist das schon der Maßstab? Ja, aber das Einzige, woran ich mich vielleicht störe, ja. ist, dass Justus dann die Grenzen seiner Logik katapultiert. Das habe ich nicht mitgekriegt, irgendwie so. Klar, mir fällt nochmal auf, wie witzig das irgendwie ist. Also wie TKKG-esk mit DJ Devil und Planet Evil und ja, das fällt mir jetzt gerade so auf, wo ich den und Text den sprechen und den sprechenden ja. Namen ja, wie ja, Amy Scream komm, hör auf, so. Zum Beispiel Amy Scream, ja, das ist ja. echt krass. Ja, klar, es ist kein schlechter Plattentext, also Klappentext. Plattenteller. Gehen wir zum Cover. Komm. Das ist so geil. Mann ohne ja, Kopf. Ja, die Hitze steigt uns zum Kopf. Hier, Cover. Ja, das Cover ist natürlich dafür eher schlecht. Ne? Nein, also ja. gut. Schlicht. Hanno, du hast das beim letzten Mal beim Hexen-Handy, fand ich das sehr schön. Du hast gesagt, so, wir gehen mal erstmal ja. auf die deskriptive Ebene und halten uns mit Wertung zurück. Ja, also man sieht halt ein Disco-Innenraum sozusagen mit der Perspektive, dass auf das Mischpult und so geguckt wird und die Plattenteller und davor steht halt irgendwie, was ist das? eine komische Gestalt ohne Kopf mit dafür untersetzt, einer umso opulenteren. Möchte ich dazu fügen. Untersetzt, genau, korpulent. Mhm. Das würde ich jetzt so aus dem Hörspiel und das spiegelt auch mein Bild nicht wieder. Nee. Das passt einfach auch aber überhaupt nicht. Aber man denkt, das ist ein dicker Mann. Genau, ein dicker alter Mann. Ohne Kopf. Ohne Kopf. Aber wenn man so ein bisschen ja, Fantasie hat, dann sieht dieser Kragen und das alles aus, so ein bisschen als hätte der so einen spitzen Schnabel oder sowas. Okay. Ein bisschen, ja, ich hab's auch so, ja, ja. also ein bisschen insektenmäßig. So Assoziation hatte ich. Oder irgendwie so. Ja. ja. Ja, aber es kommt jetzt nicht irgendwie, für mich ehrlich gesagt, nicht so richtig gruselig rüber. Also ich glaube, das Dress soll so ein bisschen Dracula oder sowas. Wahrscheinlich, ja. Ja. imitieren. Und man sieht noch so diese Scheinwerfer im Hintergrund. Das finde ich eigentlich, das macht so diese Disco-Atmosphäre aus, die eigentlich die in der Folge gut aufgegriffen wird. Ja. Also. Aber alles in allem, das Cover reizt mich jetzt Nein. nicht, weil, also ganz ehrlich, aber ich hasse Disco-Fans. Ich finde, es ist aber gut gezeichnet. Also das muss man schon nochmal sagen. Ich habe es mir jetzt ein paar Mal auch länger angeguckt und muss sagen, ich finde aber, dass es gut gezeichnet ist. Also manchmal hast du ja vom Stil, dass du sagst, oh, das ist schön. Also okay, das holt mich jetzt vielleicht nicht ab, dass ich sage, ich will es kaufen, aber es ist insgesamt gut gezeichnet. Ja, okay. Handwerklich gut gemacht, ja. Ja, gut, lassen wir das so stehen. Ja, genau. Ich meine, ansonsten, was gibt's zu sagen? Es ist halt
Hörspiel Nummer 106 aus dem Jahr 2002. Es ist halt die Fortsetzung oder der inhaltliche Anschluss zum Hexenhandy der Folge 101, die wir halt beim letzten Mal besprochen haben. Kann man so sagen, ja. Genau. Ja. Das ist auch rausgekommen zu der Zeit, wo ich schon aktiv auf 3-Fragezeichen-Folgen gewartet habe. Mhm. Und mir die halt sofort besorgt habe, wenn sie neu rausgekommen sind. Also da war gerade irgendwie so mein 3-Fragezeichen-Fieber neu entdeckt nach Toteninsel. Mhm. Und so, da bin ich nochmal irgendwie gut eingestiegen. Und dann war davor natürlich mit der Folge Nebelberg, ja, 105 auch einfach ein für mich unglaublicher Kracher gekommen. Und ich habe in Folge 106 sehr viel, ich habe mich sehr darauf gefreut. Und dann kam diese Folge und ich habe sie mir natürlich gekauft. Und du hast dann nicht war bereut. Das anders. Nee, ich habe nicht bereut, dass ich sie gekauft habe, weil ich habe echt unglaublich viel drüber nachgedacht, auch schon, als ich sie das erste Mal gehört habe. Das ist ja gut. Ich erinnere mich an die Folge auch noch, weil es mir ähnlich ging. Also das Toteninsel hat da nochmal so ein Revival gegeben, irgendwie, dass nochmal in deine Aufmerksamkeit gespült wurde, irgendwie die 3 Fragezeichen. Ja. Und viele sagen ja Kindheitserinnerungen, das passt bei mir definitiv nicht. Aber gar nicht. Aber es ist so, ich habe das auch noch im Kopf und ich habe halt gedacht, spinnen die jetzt total. Denen ist dieser Erfolg zu Kopf gestiegen. Diese Serie ist so tot. Ja, so. Ja, ich meine. Ja, nein, aber vorher war ja Nebelberg. Ja, Nebelberg war cool, aber trotzdem, da habe ich gedacht, jetzt spinnen die. Hexenhandy, Mann ohne Kopf, schon wieder Carrera, hallo, ja. Ja, es ist total strange. Und ich meine, wir haben auch in einem der Kommentare, die wir bekommen haben, war auch so von wegen, wie schön, wie wertschätzend wir mit der Serie umgehen und so. Und ich hoffe halt einfach auch sehr, dass wir das auch nach dieser Besprechung noch so man können. Man muss auch mal also auskotzen können. Also ich bin jetzt mal offen, aber ich habe mich ja auch schon dem angenähert, dass ich schon auch die Sachen sehe, die gut sind und irgendwie ist ja, wenn wir uns an einer Sache aufhalten, ja auch meistens irgendwie trotzdem was zumindest Witziges dran, ne? Ja, aber ich denke schon, es ist, naja, wir werden sehen. Ja. Ich werde wahrscheinlich ziemlich abledern über die Folge, aber möchte auch trotzdem vorab schon mal sagen, ich mag sie trotzdem. Ja. Ja, es geht, glaube ich, vielen so. Wobei, wenn man in den, also jetzt, ich gehe davon aus, von dem, was uns wieder erreicht hat, irgendwie so. Viele finden sie ja schon irgendwie gut, weil für viele ist sie mit der Kindheit verbunden, ne? Und dann kann ich mir vorstellen, sie ist sicher besonders. Das ist ja eine, die man sich merkt. Wir alle kannten sie. Ja. Wir alle kannten sie von vornherein. Während wenn du mir kommst mit der verrückte Maler oder whatever, dann muss ich erstmal nachdenken, ne? Aber bei Mann ohne Kopf, die kennt jeder. Irgendwie. Und das ist ja auch schon mal vielleicht ein Merkmal einer Folge. Merkmal des Klassikers. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Anu. Wenn der Lehrer, die Namen, die der Lehrer als erstes kennt, ja, so ja, in der neuen Klasse, sind in der Regel nicht die guten Schüler. Ja, ich meine, gut, es ist ja auch so, dass bei über 200 Folgen, da muss ja auch die ein oder andere Gurke erlaubt sein. Und diese beginnt mit einem Kniffelspiel in der Zentrale. Ja. Boah, sauber gemacht, Sebastian. Danke. Ja, bitte. Ich finde das auch gut. Also wir tauchen jetzt mal ein in die erste Szene, die sich Saturday Night Fever nennt. Und mit einem Kniffelspiel zwischen Bob und Peter, glaube ich, ne? Ja. Beginnt. Ja, und Bob sagt natürlich einen Sechserpasch voraus. Also, ne, er ist ja vollkommen überzeugt davon, dass er gewinnt. Ein Obersechserpasch. Ich finde die Atmosphäre ganz nett. Ja. Ja. Das ist auch süß. So ein Obersechserpasch. Fast. Aber die sind auch in sehr ausgelassener Stimmung da. Ne? Also so diese Stimmung ist halt einfach so, yay, wir sitzen hier und wow, wir spielen Kniffel, wow, wow, wow. Ich meine, auch das ist schon so Klammer auf Klammer zu. Es ist halt einfach, wenn wir jetzt nur gucken würden, was in der Folge passiert, habe ich diesmal gar keine Sorge, dass wir die 2-Stunden-Marke einhalten könnten. Aber Stimmung ist halt das Thema. Schauen wir mal. So. Ja. Es klopft. Ja, und sie werden sofort erschreckt, ne, hier von Jeffrey, der als Norman Hamley da reinkommt mit einem "Ich bin Norman Hamley und ich lade euch ein ins Planet Evil." Ja. Evil.
Evil. Ja. Planet Evil. Womit die drei erstmal gar nichts anfangen können, mit diesem zarten Hint, ja, den hier der Jeffrey gibt. Und er merkt dann an, dass anscheinend sie noch nichts von den seltsamen Vorfällen gehört haben, die inzwischen aber schon Stadtgespräch seien. Willst du da jetzt über den Wortwitz weggehen, den du so dann machst? Ja. Total witzig. Ach Gott. Willst du nicht mal sagen, ja, ne, bevor man ihm den Kopf abreißt und so. Das ist schon witzig. Ja, ja, er wird ganz schön angemeckert da. Ne? Er war so schlecht, den habe ich noch nicht mal bemerkt. Ja, ja, doch, so schlechte Witze, ich kann nicht anders, ich muss die bemerken. Ja, aber auch die Stimmung ist die ganze Zeit so. Die sind alle sehr freundlich da, zu Jeffrey, denn der scheint echt ein gern gesehener Gast zu sein. Ja, ja, und ich meine, es ist ja auch schon einfach was Besonderes, dass Jeffrey tatsächlich auftritt, ne? Ja, hat man damals schon diesen Buhai um den gemacht oder war das doch? Der, okay. Der ist ja schon auch vorher in Erscheinung getreten und ich habe auch gelesen, dass Minninger sich tatsächlich auch bei Marx rückversichert hat, ob er die Person auftreten lassen darf. Ah ja, okay. Und auch in dieser Folge wird ja auch schon thematisiert, was da alles reingedichtet wird an Eifersüchteleien, Homosexualität und Gedöns. Ne? Also das ist da ja schon einfach auch Thema. Und bisher war Jeffrey ja aber immer nur so der ominöse Freund von Peter. Mhm. Der hatte aber noch nie einen Auftritt. Ne? Und jetzt kommt er auf einmal in die Zentrale rein. Ja, dann nehmen die den von echt, ne? Den wirklich, jetzt mal ernsthaft, aber was soll das jetzt? Man kriegt, ich meine, er macht auf jeden Fall in seiner Wortwahl Justus Konkurrenz, ne? Ja, hör mir auf. Weil wie gestelzt, er spricht ja unglaublich gestelzt, ne? Weil ich entnehme deiner Äußerung, dass das Stadtgespräch, was scheinbar hier jeden schon erreicht hat, an euch vollkommen vorbeigegangen ist. Das wird ja noch und viel schlimmer. Ja, während er dann vom Planet Evil erzählt und so, schmeißt er ja mit Partizipien um sich. Das ist ja maximal Gymnasiast. Also, ne, das ist ja, das deswegen ist ja meine ich das. Das ist, Jeffrey ist ja, der verkörpert ja, also das kommt in der Szene ja schon trotzdem rüber, aber Jeffrey verkörpert ja eigentlich so eine Gegenwelt zur Drei-Fragezeichen-Welt. Er ist der, also zu dem sich ja Peter dann so ein bisschen hingezogen fühlt, ja, und glaube ich so immer so ein bisschen in diesem Zwiespalt ist und doch nicht, dass er so, dass er geschwurbelter redet als Justus. Zum einen ist es mit Sicherheit das Skript, aber das hat auch damit zu tun, dass Kim Alexander Frank, ja, überhaupt kein Talent hat für Hörspiele. So. Ich zitiere, sie stürmten auf die mit Trockeneis vernebelte Tanzbühne und gaben sich voll und ganz der Musik hin. Hallo? Ja, aber also, da ist halt natürlich das wirklich Grausamste, was in dieser Folge für mich passiert, ist genau dieser Jugendsling. Ne, der hat halt so diese gymnasiale Aura und versucht sich dann aber irgendwann sowas wie tanzwütiger Meute und der DJ scratcht sich die Finger wund und so ein Quatsch und alle sind am Abhotten. Ja, das passt natürlich nicht, Alter, zusammen. Auch das. Und das tut wirklich weh beim Zuhören. Ne? Es ist, ist leider so. Das, und es wirkt einfach total gestelzt. Ja. Also da habe ich dem Hörspiel schon nicht mehr die Ernsthaftigkeit abgenommen. Ja, es ist halt Hauptsache, dein Kumpel kann in deinem Hörspiel mitmachen. Irgendwie. Hm. Also ich meine, der hat ja dann irgendwie, na sorry, aber vielleicht hat ja André Minninger echt ein Problem damit, dass er irgendwie seine berühmten Freunde da unterbringen muss die ganze Zeit oder sowas. Ja? Das ist vollkommen eine Fehlbesetzung. Für so eine Schlüsselrolle, wenn das so ist, und der war damals schon heiß erwartet, ja, dann Kim Frank zu nehmen, bitte. Weißt du, was haben wir denn? Wir haben doch gute Hörspielsprecher. Wobei ich halt, also ich sehe das auch tatsächlich ein bisschen anders als du. Ich finde, er macht das grundsätzlich gar nicht so verkehrt. Die Rolle, die er da auszufüllen hat, ist einfach aber maximal undankbar. Und die Stimme ist okay, finde ich. Und die Betonung teilweise auch. Und also, den Text, ne, wird er sich nicht selber ausgedacht haben, hoffentlich. Und das ist das Ding. Und es ist der Text, den er da spricht. So. Also das ist wirklich, ja, aber man merkt auch, dass er ihn spricht. Ja, dass er ihn liest. Das
Ja. Gut, aber es ist halt die komplette Band echt, ne, ist da einmal irgendwie mit am Start. Ne? Es ist halt so die, also er spielt den Jeffrey und die anderen machen Partymeute und einer, ich weiß gar nicht wer, ist da irgendwie auch noch bei einem Song als Produzent mit dabei. Also ja, so ein bisschen auch Promi-Besetzung, ne? Ja. Ja, gut. Okay. Wenn man es braucht. Ganz kurz nochmal zum Inhalt. Jeffrey erzählt halt, dass das Planet Evil die neueste Trend-Disco auf der Welt ist und dass deswegen da alle möglichen Leute, unter anderem irgendwie seine Freundin, wie heißt sie, Kelly? Mandy. Da halt auch irgendwie mit auf der Tanzfläche unterwegs war und dass dieser Norman Hamley, der da für 30 Euro Eintritt irgendwie oft eine Show macht, einfach scheinbar übernatürliche Fähigkeiten zu haben scheint, weil der wie mit einem Taktstock irgendwie die Leute dirigiert, alle da total abhotten und das total eine surreale Stimmung zu sein scheint und echt ein Event jedes Mal, um in der Sprache zu bleiben. Ja, und dass Mandy irgendwann in irgendeiner Situation da zusammengebrochen ist, ganz böse, dann aber von den Sanitätern nicht mitgenommen werden wollte, weil, und vor allem ist sie genau in dem Moment zusammengebrochen, wo Norman Hamley da wohl irgendwie so ein Zeichen gegeben hat. Und sie wollte aber danach trotzdem unbedingt weiter tanzen und so eine Stimmung hätte er noch nicht. Hexenkessel, ne? Vom Hexenhandy zum Hexenkessel. Genau. Ja. Und er möchte eigentlich, dass die drei sich das ansehen. Und es ist aber so eine Frage der Motivation. Ist es, dass er sich wirklich Sorgen macht? Nein. Nee. Oder ist es so Sensationslust? Also ihr müsst das auch mal sehen. Weil irgendwie ist es ja so, als käme er mit dem Auftrag dahin. Also als hätte er so den inneren Auftrag, dass die drei da hingehen. Oder will er nur, dass Peter mitkommt und weiß, die kriegt er nur, wenn die anderen beiden mit dabei sind? Oder? Nee, ich glaube, der ist einfach cool und der ist echt begeistert, dass er denen auch sowas bieten kann. Und das ist gerade hier total hip und am Puls der Zeit. Und im Jugendslang ist der da voll Drupp und hat Feuer gefangen. Und will denen das, glaube ich, einfach gönnen. Schmackhaft machen. Ja, komm mit, da ist was Cooles los, wobei er natürlich auch wissen könnte, dass die drei jetzt nicht unbedingt die sind, die üblicherweise die Wochenende in der Disco verbringen, ne? Mhm. Ja doch, Peter schon. Ja, ist jetzt. Weiß ich nicht, für Peter sieht doch auch so aus, als ob er da irgendwie nicht dauernd in der Disco wäre, zumindest. Ja. Es gibt, nee, dauernd nicht, aber es gibt ja eine Folge, wo er mit Kelly da ist. Nee, es gibt eine Folge, wo Peter entführt wird nach einem Disco. Ja, da ist er doch mit Kelly vorher in der Disco, glaube ich, oder? Nee, er ist auch mit Jeffrey in der Disco. Echt? Ist er nicht mit? Ja. Okay. Nee, er ist mit Kelly Jeffrey. Sucht Jeffrey ihn am nächsten Kelly, Tag, glaube ich. Aber auf jeden Fall ist Jeffrey auch mit dabei. Also Jeffrey ist auf jeden Fall Disco verbunden. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde, für mich ist es halt, und da muss man jetzt sagen, das ist natürlich auf der anderen Seite wieder echt cool, weil die Szene ist natürlich klassisch Heldenreise, ne? Die Helden sitzen in ihrer trauten Umgebung und kniffeln, ne? Ja. Und von draußen kommt die Verlockung, die Sünde, rein. Und sagt, jetzt machst du aber hier Niveau auf, Junge. Schön. Kommt hier mal raus, hier, da spielt eine ganz andere Musik, ne? So, und die so, ah, oh, nee, $30 und so, und oh, ich tanze nicht so gerne. Also, so dieses kindliche Unschuld, ne? Und Jeffrey, der Verführer, der quasi sagt, kommt und schaut. Es hat ja auch vielleicht was mit Drogen zu tun. Er bietet. Ja. Aber er ist natürlich auch irgendwie schon so weit badass, ne, dass er da irgendwie Verbindungen in die Disco hat. Und eine Freundin von ihm ihm da quasi freien Eintritt gewährt auf kriminelle Art und Weise. Betrüger. Ja, kriminelle Art und Weise. Ja. Ja, wie so ein Rebell halt. Ja, sorry. Ja. Ist so Breakfast Club-mäßig. Sie macht ein Fenster auf und die steigen ein. Ey, sorry, $30, ja? Und Jeffrey? Ja, jetzt aber hier ganz krass Erwachsenen, ich und so. Und sorry, aber das sind $120 Schaden. Ja, jetzt spack den Spießer wieder weg, und Hanno, das passt nicht. Weißt du, du kannst über den Hamley sagen, was du willst, aber der ist Musiker, ja? Und da steht der Hanno, kein Spaß. Ja, gut, die Künstler haben es auch schwer. Ja, ey, sorry, aber das ist echt nur 120 Euro. Ich meine, 30 Euro Eintritt ist natürlich auch, würde ich wahrscheinlich auch machen dann. Aber nee, du hast ja recht, ne? Da kann man ja auch nichts gegen sagen. Aber genau,
der Plan ist halt und. Nein, ich meinte das nur zur Untermauerung der These, dass Jeffrey der Verlocker ist. Badass. Ja, ja, und die Sünde. Ja. Und so. Aber da, also das finde ich, ja, das Thema ist tatsächlich das gut, Stefan, weil das taucht natürlich nochmal auch auf, so das Thema der, ne, Verführung und Verführung. So. Ja. Ja, ja, klar. Das ist schön. Das zieht sich schon ein bisschen durch. Das tut ja weh, Moano. Und das ist ja schon mal normal, das musst du auch sagen, Talent dann von Minninger, das so ikonisch irgendwie so reinzuhauen. Ne? Also. Boah, Stefan, du bist echt sehr bemüht gerade. Ich spüre das. Ne? Ist gut. Nee, ich meine, das muss ja auch der Neid ihm lassen. Also du musst ja auch die Sachen sagen, die gut sind. Das ist ja. Kannst ja nicht nur drauf rein. Ja, ja, klar. Ne? Es ist nur so ein bisschen gerade Rollentausch, ne? Es ist ja. Ich bin ja irgendwie überraschend auf Krawall gebürstet gerade. Ja, dann tauschen wir mal die Rollen. Ja, ne? Ja. Was bin ich, der Klassiker-Fetischist? Kann ich mitleben. Finde ich in letzter Zeit nicht mehr, aber es ist, sag ich mal. Ja. Gut. Aber ich meine, Justus fragt nochmal, ob er durchs Fenster passt. Also es wird nochmal so ein bisschen dicken Witz gemacht, weil das gehört ja auch zu diesem Jugendlichsein dazu. Ne? Das haben wir ja auch schon gelernt. Ja, und ich glaube, die nächste Szene ist dann auch direkt schon am Club. Aber Moment, da kommt noch eine wichtige Szene. Und zwar, Jeffrey kommt ja zunächst nicht. Und sie sagen, er ist nicht da. Ja, ja, genau. Wir sind jetzt vor Club. Und dann wird ja der Peter ein bisschen kiebig, ne? Dann sagt er, auf Jeffrey kann man sich verlassen, kapiert das endlich. Aha, also gibt es da wohl schon öfter Kritik an Jeffrey. Genau. Und dann sagen die, so, und dann kommt's. Aber er ist doch noch nicht da. Na, da kommt er ja. Und dann zu Jeffrey, hallo. Hallo. Ist es das, was du meintest, Sebastian, wo sich das schon so andeutet? Oder genau, kommt wo was die an? Das halt einfach auch schon so als Sprecher verinnerlicht haben und da so ein bisschen selbstironisch mitspielen, genau. Ja, ja. Ja, und Peter macht halt so richtig, als würde er den Jeffrey total anhimmeln. Ja, ja. Und ich frage mich an der Stelle, warum Justus nicht total in Konkurrenz zu Jeffrey geht. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Der ist sehr nett zu Jeffrey, finde ich. Eigentlich, weil Justus ist doch normalerweise immer der Mensch, der in Konkurrenz zu irgendwem geht, der irgendeinen Status hat, den Justus im Zweifel nicht hat oder mit ankämpft oder sowas. Aber vielleicht hat Justus auch einfach überhaupt kein Interesse an Peter. Nein, aber es stimmt schon, Hanno, du hast einen ganz wichtigen Punkt. Aber Justus möchte schon der Alpha sein. Immer wenn ein Mädchen kommt, also bis jetzt hatten wir es oft eben mit Mädchen, dann ist er sehr bedacht darauf, dass sie ihn nicht von dieser Alpha-Position runterschubsen. So, ne? Ja. Und Jeffrey ist ja eigentlich für Peter zumindest der, oder klingt so ein bisschen, als wäre der Alpha, aber Justus interessiert das irgendwie gar nicht. Ich finde das halt super schade, dass das da so angestrengt reingematscht wird, weil ich meine, so Thema Eifersucht unter Freunden mag ja sein, aber so diese homoerotische Komponente, die da so irgendwie immer versucht wird, so mit zum Schwingen zu bringen und da rein zu deuten und dann aber doch nicht, finde ich total anstrengend unnötig. Vielleicht fehlt mir da irgendwie dann der Humor an der Stelle, aber ich finde es eigentlich gerade dann an der Stelle erfrischend, dass das nicht noch weiter ausgewalzt wird und nicht auch noch Justus dann so tut, als müsste er ja da irgendwie um Peters Herz kämpfen, so ungefähr, ne? Ja, nein, und es würde der Folge auch nicht gut tun. Es würde die Folge sprengen. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, einfach. Mögt ihr Jeffrey? Der taucht halt jetzt nicht bei den besten Folgen auf. Ich habe jetzt auch nochmal so Skateboard-Fieber und sowas gehört letztens. Und also, aber er ist halt in der Folge so, wie er sich benimmt. Also ist das jemand, wo ihr sagt, ja, mit dem wäre ich befreundet? Oder? Der ist ein netter Kerl. Ja. Also der ist jetzt nicht unfreundlich zu irgendwem, der tritt keinem irgendwie auf die Füße. Der ist ja schon angeber. Und der ermöglicht auch was. Also ne, vielleicht wäre ich mit dem befreundet gewesen. Der ist halt auch ein bisschen weniger Nerd als die drei. Der kommt halt, finde ich, auch bewusst so inszeniert aus einer, in Anführungsstrichen, normaleren Ecke der Jugendkultur, wo man einen offeneren Blick hat für Clubleben und weiß ich nicht. So, insofern, ich finde den an vielen Ecken dann fast normaler als die drei Fragezeichen. Der ist doch voll der schlechte Umgang, Leute.
Ja, nein, der ist so die Identifikationsfigur. Also man könnte so sagen, ach, wenn man so selber Discogänger wäre oder irgendwie sowas und so 17 Jahre alt oder was, 16, dann könnte man sagen, ich identifiziere mich mit Jeffrey. Der ist ja auch so Surfer-Typ und sowas. Der ist sicherlich was oberflächlicher. Ne? Irgendwie, der ist eher genauso dieser bisschen hedonistische Party-Jugendliche, der aber finde ich auch, das dürfen Jugendliche auch in der Phase sein. Und es passt halt auch, dann finde ich, zu der Folge, dass er da seinen Auftritt hat. Also wenn man euch so hört, fragt man sich natürlich, warum es noch kein Spin-off von Jeffrey gibt. Ja, so. So das vierte Fragezeichen auf dem Surfbrett oder so. Ja gut, es gäbe halt weniger Rätsel und viel mehr in der Sonne rumliegen und auf den Tank gucken, ne? Genau, Dan. Es wäre so Beverly Hills 90-210. Ja. Genau. Ja, das finde ich ja toll, dass ihr euch das vorstellen könnt, mit Jeffrey voll dicke befreundet zu sein. Bist du jetzt eifersüchtig, hast Stefan? Hast du jetzt reingebracht. Ich spüre da jetzt sowas. Ich bin Team Justus. Eigentlich bist du ja ganz gerne der Alpha. Hör mal. Stefan, ich hab dich sehr lieb, Stefan. Ich fahr Longboard. So. Leute, hier geht alles drunter und drüber. Aber normalerweise bin ich sowas wie der Zeitwächter. Lass mal, also die sind jetzt hier, auch Justus ist irgendwie, Gott sei Dank, durchs Klofenster hat er durchgepasst. Und jetzt sind sie drin. Und Jeffrey beschreibt dann den Türsteher noch so als das Ekel, was so ne, von dessen Gnade hängt halt ab, wer rein darf und wer nicht. Und es ist so mit Disco und Co. wird so das erste Mal, finde ich, die Parallele aufgemacht so zu Studio 54. Das müssen wir uns sicherlich an der Stelle angucken, oder? Das ist die popkulturelle Referenz, auf jeden Fall. Ja. Das kommt da so das erste Mal vorsichtig um die Ecke. Und sie sind halt durchs Klofenster, aber natürlich auf dem Damenklo gelandet. Und auch das hat, finde ich, der Hörerinnen-Kommentar super mit dem Overacting und den Küchenschaben. Keine Ahnung, warum jetzt Eni van der Maiklokjes da noch ihr Sprüchlein aufsagen muss. Weil sie halt auch mit dabei sein muss. Ja. Irgendwie. Sei wobei dabei! Klingt sie macht es besser als ihr Freund. Ja. Wobei ist es zu der Zeit noch ihr Freund? Ich glaube schon. Ne? Was? Also sie macht es besser als Herr Frank. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen, weiß ich nicht, die Rolle ist halt mega unnötig, so für alles und so. Ja, sie gehen halt jetzt vom Klo wieder weg. Ja, aber was im Kopf bleibt, ist, dass sie mit heißem Wasser die Kakerlake killt. Also hoffentlich killt. Ja, krass. Also sie ist schon so eine ganz kaltblütige irgendwie so. Aber da ist aber schon auch ein bisschen was Schönes drin, weil die stehen ja da und werden ja überrascht irgendwie von anderen Mädels, die in dieses Klo reinkommen und wundern sich natürlich, dass sie da als Jungs auf dem Mädchenklo stehen und die drucksen da alle so ein bisschen rum so, und wir wollten hier und wir wollten und reden alle durcheinander und sie sagt so, eine Küchenschabe, Pam, und Justus so, genau. Genau, ja. Und das so ein Oschi. Und das ist genau das, was ich, wenn ich da reinkomme, sage ich genau und ich sage ja genau, ich glaube dir jedes Wort. Ja. Ja, aber sie lässt ja auch noch, glaube ich, was ab mit, die werden mal die Erde übernehmen oder irgendwie so. Also, also eigentlich finde ich eine sympathische irgendwie, so schlagfertig, besser als Ellen. Ne? So. Aber sie gehen dann und Ellen, stimmt das, höre ich das richtig, Ellen ruft Jeffrey noch hinterher, dass der erste Tanz ihnen beiden gehören würde. Ja, weil der Disco hier, Foxtrot und so. Ich dachte, die muss da arbeiten. Aber, ja, dachte ich auch. Aber ganz schön beliebt, dieser Jeffrey. Ja, ist halt so. Ja. Bist du jetzt doch noch eifersüchtig, oder? Nee, ich meine, ich stelle jetzt einfach nur mal fest. Also, wenn wir da noch drüber reden müssen, dann nehmen wir uns die Zeit, Stefan. Gibt's jemanden, der Jeffrey nicht mag? Der Türsteher offensichtlich, aber ansonsten. Ja, genau. Ja. Sie sind aber im Clubraum. Jeffrey ist halt beliebt. Und Bob, es geht voll lustig weiter eigentlich. Ja, Bob schlägt vor, ein Kracher nach dem anderen. Ich lade euch ein, was wollt ihr trinken? Ne? Und Peter so, Champagner! Ja,
Jawohl, da wird schon was eingeleitet. So, und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es ein Gag ist. Er würde wirklich gern Champagner trinken. Ja, glaube ich auch. Und ja, Peter ist schon voll. Ja, ja, der Peter ist halt Disco-Fieber. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass er so der Disco-Gänger ist, sondern der ist jetzt voll, hey, ich und mein Crush, ja, zusammen, wir sind hier, wir sind so, ich bin endlich dabei. Ne? Also ich habe meine einen Freunde dabei, ich habe meinen anderen coolen Freund dabei. Was soll schief gehen? Ne? Also Champagner, ja. So, ne? Ja. Und Bob, anstatt geizig zu wirken, ja, macht das geschickt und sagt, aha, wir müssen einen klaren Kopf behalten. Also viel Cola. Und ich finde, die Art und Weise, wie er es bestellt, macht schon klar, jeden, der Zeuge dieser Unterhaltung wird, weiß, diese Leute gehen niemals in den Disco. Ja. Ja. Totale Fremdkörper da. Ja. Aber geil, auch Peter dann so, Cola. Aber ist halt cool. Ich meine, auch da finde ich Peter einfach so sehr, irgendwie auch ganz erfrischend, so der Jugendliche, der ja auch sein darf. Und er ist halt derjenige, der sich am ehesten direkt so einfangen lässt von der Atmosphäre, der in der ersten auch so die Lockerheit besitzt und sagt, okay, wir sind halt hier in der Disco, lass mal tanzen. Und ja, klar, ne? Ich meine, Bob braucht dann, damit er mitgeht, braucht er noch so sein Argument, dass das ja der beste Platz und ne, so zum Beobachten und Unauffälligen unter die Leute mischen ist. Und ich meine, Justus muss dann halt mit. Aber im Endeffekt geht's halt auch auf die Tanzfläche direkt. Und das. Und da kommt direkt der nächste. Das sind auch geile Bilder, oder? Die drei halt so auf der Tanzfläche. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Nein, es kommt super rüber, weil du hörst halt, wie Peter dann so, und die Musik wird ja auch ein bisschen lauter, ne? Ich hasse Discofälle und so. Und dann kommt Bob halt irgendwie so ran und sagt so, hey, Peter, du tanzt aber komisch. Ja, mach mal ein bisschen Platz, hey. Ja, ja, so. Und ich kann es mir schon so vorstellen, wie die so schwingen dabei. Der Bauer kommt in die Stadt mäßig irgendwie so. Ja, aber ich kann mir gerade Justus dabei nicht so richtig vorstellen. Nee, ich habe ihm das auch nicht abgenommen. Später erzählt er ja, dass er abgegangen sei, aber ich kann mir das echt auch null vorstellen. So. Nee, dafür ist Justus einfach zu sehr Kopf. Ja. Der ist doch nur Kopf an der Stelle. Also der wird wahrscheinlich mit dem Kopf genickt haben. Ja, aber sie tanzen. Hotten ab. Und Peter fällt natürlich direkt eine Oma auf. Ja, die da, Dance. Die total abgeht Party. Beim Tanzen. Und Jeffrey kann ihm auch was dazu erzählen. Also Jeffrey weiß schon viel. Telefon! Also sorry, nein, aber die klingt ja, wie Blackie. Auf jeden Fall. Ich hab echt gedacht, ich bin wieder in der Zentrale und Blackie hat einen neuen Text gelernt. Das ist so krass. Ja, es ist die großartige Marianne Kehlau, die uns seit, was weiß ich, seit den ersten Folgen, also Sprechender Totenkopf begleitet. So war sie auch schon dabei, ja. So, also sie muss eine sehr umtriebige Sprecherin gewesen sein. Die hat wahnsinnig viel gemacht. Wann ist sie gestorben? Ist sie nicht in diesem Jahr auch gestorben? Sie ist genau 2002 auch gestorben. Das heißt, das war ihre letzte Rolle. Und gut. Ich meine, das macht sie auch einfach überragend. Und aber was die Figur Amy Scream da macht, ist halt auch jetzt mal allen Kontext, der noch so kommt, ausgeklammert, ist das schon sehr beachtlich. Ne? Eine ältere Dame, die angeblich jedes Wochenende oder jeden Abend, weiß nicht genau, aber da immer die erste und immer die letzte und immer Vollgas, muss er erstmal bringen. Die wird auch super geil. Die wird auch super geil beschrieben in diesem engen grünen Paillettenkleid. Weißt du so, und ich hab ein Bild. Und ich will das nicht. Ja, es ist auf jeden Fall total krass. Und Jeffrey erzählt ja auch gleich, dass sie, also dass es bekannt ist, dass sie Drogen nimmt. Ich glaube, nach jedem fünften Song oder so würde sie sich eine Pille einwerfen. Ich meine, selbst wenn man jetzt, glaube ich, pillenaffin ist, ist es keine Dosis, die normal ist, oder? Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie lang die Songs sind. Aber wenn du jetzt Radio-Edit 3 Minuten, dann bist du schnell kaputt. Ne? Ja, ich denke auch, oder? Also so jede Viertelstunde eine hinterher schmeißen, Alter. Was nimmt die wohl? Ecstasy, oder? Da brauchst du Erfahrung, ne? Ja, das war doch damals zu der Zeit die Pille. Und ich glaube nicht, dass Ecstasy du halt. Am Abend rausgehst und hast 40 Ecstasys geschluckt. Oh. Oder? Also. Ich
glaube auch nicht, nein. So, naja, nein. Auf jeden Fall, egal. Sie zappelt auf jeden Fall ab und ist also schon im Spiel sozusagen. Ja, und ich meine, an der Stelle, ja, genau, macht es halt Sinn, nochmal so popkulturelle Referenz auch einfach zu bringen, ne? Ja. So. Studio 54, wie du ja schon vorher gesagt hast. Die tanzende Oma. Ja, also das, da hat der. Ich würde mich gern mit André Meininger unterhalten, wie er auf seine Ideen kommt. Ja, so. Also, das ist ja, scheint ja ein Konglomerat zu sein, das über ihm so zusammenstürzt und aus und dann so ein Fall baut. Das ist ja auch irgendwie interessant. Also, ja, aber ja. Die Oma hatte ja mit Sicherheit, also das war ja mit Sicherheit, dass es aus Studio 54 ihn inspiriert hat mit der Oma irgendwie. Und ich muss zugeben, und das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, das auch mal zu erzählen, mich hat auch diese Folge tatsächlich auch zu was inspiriert. Und das ist jetzt eine Premiere, dass ich das erzähle, ja, so. Oh. Ich habe damals von unserem Größten im Kinderladen waren wir, und da habe ich ein Kasperle-Theater entdeckt, als ich Elterndienst hatte. Ja, so Kinderladen musste Elterndienst machen. Und ich war mit dem anderen Erzieher alleine, und dann habe ich dieses Kasperle-Theater gefunden. Ich so, habt ihr auch Puppen und so? Und er so, ja. Ich so, hey, dann lass uns doch den Kindern ein Stück vorspielen. Der so, ja, super Idee. Was machen wir denn? Und ich so, keine Ahnung. Und dann kam mir die Szene, und ich habe okay. Kasperles Oma nimmt Drogen als und habe die Szene von der Oma gespielt, und wer Kasperle kommt, sich totale Sorgen macht und so, ja. Und das haben wir den Kindern vorgespielt, so als kleine Präventionsgeschichte schon, ne, so. Und Kasperle war so ein bisschen in der Rolle von Peter und hat auch überlegt, die Oma wollte, dass Kasperle auch eine Droge nimmt, und die Kinder waren alle dagegen. Also nein, das darfst du nicht machen und so. Also war sehr spannend. Und Stefan, du Pädagoge. Ja, krass. Ja, fand ich. Ja, also war ein bisschen grenzwertig, und ich bin auch froh, dass die anderen, Eltern das nicht mitgekriegt haben. doch, ich hab sofort. Ich bin voll drauf. Ja, war voll geil. Toll. Also hat voll Spaß gemacht. Aber die anderen Eltern haben das zum Glück nie erfahren. Ich glaube, die hätten es ein bisschen verfrüht gefunden, diese Konfrontation mit der Realität. Ja, aber lustige Geschichte. Ja, aber dass du vor allem bei allen Szenen, die man spielen könnte, auf die gekommen bist, ist halt irgendwie auch lustig. Ja, das zeigt halt doch, dass sie in Erinnerung blieb. Und wie gesagt, es ist nicht meine Lieblingsfolge, und ich kann sie eigentlich nicht leiden. Aber die ist mir in Erinnerung geblieben, und das haben wir der Marianne Kehlau zu verdanken. Das ist halt, das heißt, einfach. Da war auch schon die Inspiration, war das Hörspiel, ne? War jetzt nicht der Film Studio 54 oder so. Nee, sowas. Das war das Hörspiel. Okay. Ich habe das aus dem Hörspiel geschöpft. Ja, tatsächlich. Lustig. Wenn ich das weil das so eine abgefahrene Szene ist, der wir da jetzt gleich Zeuge werden. Ja, nee, weil ich finde es einzigartig, es gibt halt, im Drei-Fragezeichen-Universum. Es gibt halt, genau, um das halt schon noch zu sagen, es gibt auch diesen Film Studio 54, wo halt eine Disco-Oma Dotti halt nach einer Überdosis auf der Tanzfläche zusammenbricht. Und es gibt halt genau als echte Figur die Disco Sally, die halt in den 70ern in New York in dem angesagten Sex, Drugs, Disco, Hedonistentempel halt auch tatsächlich unterwegs war, und die halt offensichtlich dann die Vorlage für beide dieser Figuren war, ne? Ja. Eigentlich so war Studio 54, das ging mir so durch den Kopf, genau dieses Setting von der Revue und dem Theater, was irgendwie die Mrs. Jones da, der Mrs. Carrera gewünscht hatte, ne? Nach dem Motto, da passt die hin. Ja, so ein bisschen. Ja, war ja auch. Also damals, wann war Studio 54 in den 70ern? 70er, ja. Ja, und selbst da war, ich habe mal so eine Reportage darüber gesehen, auch viele Transmenschen und so weiter, ne? Glaube ich. Ja, also ich habe da auch noch mal ein paar Reportagen reingeguckt, und total spannend. Und auch das, ich meine, es hat uns auch inspiriert an der Stelle. Wir werden euch eine Spotify-Playlist irgendwie verlinken mit so ein paar Disco-Klassikern und dann natürlich auch so ein paar Songs von Amanda Lear. Ein Disco-Klasse aus den 70ern, der auch heute noch irgendwie wiederfährt. Genau. Das ist der Rhythmus, bei dem
man mit muss. Check it, check it. Genau. Ja, aber das ist halt irgendwie schon auch spannend, dass es das als echte Referenz gab. Und jetzt bei Mann ohne Kopf ist es halt, sagte Amy Scream im grünen Paillettenkleid, die sich alle 5 Songs eine Pille einwirft. Ja. Ja, und dann kommt ja Norman Hamley auf die Bühne mit einem "And now we present Satan's DJ." Ja, also mit so, dann auf, als hätte es einen Startschuss gegeben, alle so, ja, und dann geht's halt richtig ab und so, und alle gehen halt tierisch steil so, und sogar Justus hottet ab. Ja. Und Amy Scream tut das, was ihr Name verrät, sie screamt. Und dann kommt halt direkt der nächste Kracher. "And now you can dance till you die." Und dann regnet so der Sound runter. "I'm dancing in trance through the night. The devil is holding me tight." Oh Gott, wie ich diesen Song hasse. "I'm out of control, what will it be?" Der ist auch mal richtig schlecht einfach. Habt ihr den euch so außerhalb mal gefunden? Nee, ich nicht. "Fire inside me." Nein. Den gibt's nicht, ne? Ich weiß es nicht. Also. Ach, es ist wunderschön. Dieser Song ist einfach nur nach allen Mitteln der, weiß ich nicht, vorhandenen Kunst und wissenschaftlichen Methoden zusammengesetzt, dass er unglaubliches Feuer erzeugt. Ja, ich meine, da müssen wir auch an anderer Stelle dann nochmal drüber reden, genau über diese Theorien. Aber ich bin gerade irritiert, Hanno, dass du die Szene übersprungen hast, die doch nochmal wahnsinnig charakteristisch für die Folge ist. Ja. Nämlich bevor der Song hier "Dancing with the Devil" und so kommt, kommt halt hier Amy Scream auf Peter zu. Ist das noch vorher? Und da drängt ihn. Dann habe ich das falsch im Kopf. Sie drängt ihn an die Tanzfläche und sagt: "Hey, du gefällst mir." Und dann geht's los. Naja, sie zwinkert ihm vorher zu, Mann. Knickknack, Ding-Dong, weiß Bescheid. Aber, ja, ich meine, drängt ihn an den Rand der Tanzfläche. Ja, ich frage euch jetzt nicht, bewusst nicht, damit nicht eben ich immer der bin, der das Versaute denkt, aber es ist so, was hatte die vor? Ja, so. Wollte ihm wirklich nur eine Droge andrehen? Oder "Du gefällst mir! Du bist ein guter Tänzer!" Ja, so fängt's an, ne? Ja, ja, so fängt's an. Erinnert mich an so, eigentlich nicht. Also, das sind so ja, das ist so Klischee. Aber die drei Fragezeichen, ja. Die drei Fragezeichen sind minderjährig. Es ist das Klischee. Das kann sie dann nicht wissen, ne? Die denkt, nur 18-Jährige kommen in die Disco. Das schützt sie quasi. Hier. Ja, aber es ist halt genau diese Szene und es ist halt genau dieses klingt ja ein Nein. Auch klingt ein. Ja auch ein Nein. Der ultimative Klick oder Kick oder so. Oder was Aber komm, ganz ehrlich. Also, ich hab mir ja im Leben schon so einiges reingestellt. Was? Oder durchgezogen oder sowas. Aber eingeklinkt. Geklickt? Habe ich mir im Leben. Nee, eingeklinkt. Ich glaube, ich mir im klinkt, Leben noch ja, nichts. Eingeklinkt irgendwie. Ja. Ich hab mir noch nie einen eingeklinkt. Also, ich würde wirklich gerne mal wissen, wie das geht. Ja, also ich bin sei ja nicht clever. Ganz, sei dabei. Ja, genau. Ich bin ja nicht ganz dazu, habe ich euch im Vorfeld gesagt, noch. Ich bin nicht ganz dazu gekommen, das Buch ganz zu lesen. Aber das hat mich natürlich sehr interessiert, diese Szene. Und da habe ich reingeblättert und der Dialog ist frei erfunden von entweder hat der Minninger ihn ganz umgeschrieben ins Hörspielskript oder aber Marianne Kehlau hat da richtig gefreestylt, weil der steht so nicht im Buch. Ja. Okay, weil das, genau, war ich nämlich auch wirklich neugierig, du sagst aber auch zu Recht, du hast es diesmal einfach zeitlich nicht geschafft, das Buch zu lesen, aber ich dachte nämlich auch, was ist denn auch diese Geschichte dann eben ohne Marianne Kehlau, die da bis zur Schmerzgrenze interpretiert, es ist echt einfach hart und ich meine, die ist halt 77 und die hat da halt wirklich Gas gegeben, also ich sehe die wirklich auch erschöpft hinterm Mikro, weil die da wie irre schreit und quietscht und da, glaube ich, auch eine diebische Freude an dieser Szene hat, da so diese
diese Verführerin zu spielen, weil die provoziert halt Peter auch dann ja erfolgreich bis aufs Blut. So, sei clever, sei dabei und dann so dieses, hey, du Feigling. Und da kommt halt dann da natürlich so eine... Da habe ich dich falsch eingeschätzt. Genau. Ja, ja. Und das ist natürlich dann auch so die Szene, wo es irgendwie nochmal als Thema interessant wird, weil es natürlich genauso diese Verführbarkeit für Drogen thematisiert, die nun mal irgendwie auch in einem Kinder- und Jugendhörspiel auch irgendwie einen Platz finden kann, vielleicht sogar schon im Kasperle-Theater früher, aber es ist halt genauso dieses Ding, ne? Wenn du halt gepackt wirst an deinem wunden Punkt und da kommt einer und sagt, hey, du traust dich nicht, du bist zu doof, du bist zu blablabla, mach doch mal. Aber es ist ja das Klischee, ne? Also ich aber das Klischee stimmt so. Stimmt, also ich würde das gerne mal verifizieren anhand der Sache, ne? Wir alle haben mal geraucht, ja. Hanno raucht ja auch noch, darf man ja sagen, ne? So. Jetzt aktuell sogar. Und mit dem Rauchen, da sagt man das ja auch so. Das ist so, dass, ja, du traust dich nicht oder man wollte dazugehören. War das bei euch so? Ja. Ja? Nee, es hat mich gereizt, es hat mich einfach total interessiert. Ich war neugierig. Halt irgendwie der Reiz des Verbotenen kam mit dazu. Und dann kamen natürlich auch Leute mit dazu, die dazu motiviert haben und dazu angestiftet haben und so. Also das Klischee stimmt bei mir total. Aber mir hat keiner gesagt, ich wäre ein Feigling, wenn ich nicht rauchen würde. Nee, das auch nicht. Aber du hast ja so oft durch Werbung, durch Freunde, durch Beispiele irgendwie das noch so aufsaugen können, dass das so eine Art von Coolness ist. Und der eigentliche Satz da sagt ja, ist ja, sei clever, sei dabei. Das ist genau der Werbesatz. Ja. Sei cool. So, sei ohne cool. Frage so. Aber ja, bei mir, ich glaube, also ich habe es nicht wegen Coolness gemacht. Ich habe gedacht, okay, das ist interessant. Also finde ich mal spannend, was die da machen. Also eher Neugier. Aber wir mussten es auf dem Klo verstecken, also, beziehungsweise am Fahrradkeller. Und da war nichts mit, also da hat mich kaum jemand gesehen, der mich dann hätte cool finden können. Hast du dann da alleine geraucht, oder? Genau, ganz alleine. Das wäre richtig cool. Schon mit denen, die da geraucht haben. Aber auch die waren jetzt nicht die gesagt haben, oh, jetzt bist du cool. Ne? Nein, aber die habe ich ja gesehen und ihr habt euch alle ziemlich cool gefühlt, oder? Das weiß ich gar nicht. Das ich habe mich ja, nicht gefühlt. Ja, doch, ich habe mich cool gefühlt dabei, was Verbotenes zu tun. So. Ja. Ich glaube, später kam das schon, so da zu sitzen, dann cool eins zu rauchen und so. Aber ich wusste am Anfang, wo ich angefangen habe zu rauchen, gar nicht, dass man das nicht überall darf. Ja? Ich stand in der Supermarktkasse, habe eine geraucht. Und damals, ne, war Rauchen noch echt salonfähig. Es gab auch noch Zeiten, da war das kein Problem. Nee, aber das war damals schon ein Problem. Da wurde auch an der Supermarktkasse halt zu rauchen, die Verkäufer und so. What? Ja. Aber ich bin sehr froh, dass das nicht mehr so en vogue ist, überall zu rauchen. Ja. Das finde ich total großartig. Ja. Aber es ist halt, es passt halt, finde ich, an der Stelle super in das Hörspiel. Da, um auch mal was Positives zu sagen, es ist halt wirklich so, ne, es ist halt ein Jugendhörspiel. Und dieses Thema da überhaupt aufzumachen und Peter da als Beispiel zu nehmen, ist ein cleverer Schachzug. Ja. Kann man machen. Und dass Peter sich die Pille auch in den Mund steckt, ist auf jeden Fall auch eine mutige Entscheidung erstmal für das Hörspiel. Ja, ja, genau. Klar, dann bist du schon ganz schön geschockt, ehrlich gesagt. Also wenn man das hört, das finde ich schon, dann bist du geschockt. Denkst du, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Cool! Peter! Ja, Peter! Sag ich nur. Genau, und dann wird halt im Club die nächste Eskalationsstufe gezündet, in denen nämlich dann der Song kommt, bei dem Bob die Stimme der Sängerin erkennt. Und es ist auch immer Bobs Aufgabe, Stimmen von Frauen zu erkennen. Ja, tatsächlich. Ja. Who else denn Bob? Disco Inferno ist jetzt angesagt, ne? Richtig. Aber mega. Und ich meine, es ist halt jetzt so Disco Inferno, dass die gute Amy Scream auch irgendwie nicht mehr kann, ne? Ja, das ist ja auch ein mega Song. Ja, aber die geht auch mega geil. Und ich finde vor allem, also das hat mich ja damals schon, ich war ja 20, als die Folge rauskam, aber es war für mich auch so, weil der Norman Hemley als mega wahnsinnsgeiler DJ, war da ist, erhöht die Drehzahl des Plattentellers, um die an ihre Leistungsgrenze zu bringen und pitcht diesen Song einfach nur. Und ich glaube, wenn das in Wirklichkeit passiert wäre, wären einfach 90% aller Menschen von der
vom Dancefloor runtergegangen und hätten gesagt, weißt du was, Alter, verpiss dich mal mit deinem blöden Scheiß hier. Ach, komm, wir noch 10 BPM mehr, ausprobieren. So einen alten Amanda Lear-Song und den mal hochpitchen, mal gucken, was passiert. Ne? So. Ja, aber das kann man vorher schon tun und das nicht so on the fly irgendwie. Also da haben sich mir die Fußnägel da oben gerollt. Ja, ist halt dieser Jugendslang, ja. Ne? Das ist halt so. Es ist so und alle gehen ab und alles wird immer wilder und die Oma ist ein wild tanzender Derwisch, ja, der quasi nichts anderes mehr kann, außer tanzen und sterben. Bis sie, und dann, bis sie plötzlich wie so umfällt. Wie so ein abgeschossener Blackie. Ja. Einfach so umfällt. Ja, aber da auch das ist irgendwie krass, ne? Also man denkt ja zu dem Zeitpunkt einfach auch, das war's, die ist tot, weil es kommen halt, Gott sei Dank, zufälligerweise, Fragezeichen, direkt irgendwie Sanitäter vorbei und stellen auch fest, da ist nichts mehr zu machen. Ja. Dann wird sie abtransportiert. DJ hat sich mit knarzender Nadel verabschiedet. Ja, und ist verschwunden. Und irgendwie ist verständlicherweise die Stimmung kaputt und die drei, das habe ich auch nicht verstanden, die gehen jetzt nach Hause, weil sie Angst haben, ohne Stempel erwischt zu werden. Das wäre ja auch noch irgendwie das Einfachste, dass die denen da noch einen Stempel hätte draufdrücken können, ne, wenn die schon da arbeiten. Aber an der Kasse. Nee. Aber ich glaube, so ein Stempel wird schon geachtet, oder? Ja, aber... Ja, im Zweifel schon, aber es könnte, also wenn ich würde sagen, das ist ein Phosphorizierender, den du nur unter Schwarzlicht siehst. Ja, so ein Hexenstempel. Ja, genau. Ja, aber ich meine, die gehen halt nach Hause und ganz ehrlich, also wir haben jetzt ja auch schon echt da lange drüber geredet, aber eigentlich ist das, Jeffrey kommt und sagt denen, kommt mit mir ins Planet Evil, die gehen dahin, tanzen und eine Oma fällt tot um. Und das sind 20 Minuten Spiel. Ja. Das ist irgendwie krass. Ja, aber Atmosphäre. Ja. Es wird und es ist ja nicht nur eine Oma fällt um, sondern eine Oma verführt Peter dazu, Drogen zu nehmen. Ja, das ist schon. Sie sind auf dem Damenklo, Peter will Champagner und ne, also es passiert schon viel. Nur es wird alles, das Erzähltempo ist mehr oder weniger Echtzeit. Naja, es ist halt echt. Die wesentlichen Blöcke sozusagen, die eine Handlung vorantreiben, weil ich meine, ob er jetzt Champagner bestellt oder nicht, wäre jetzt im Prinzip für die Story nicht wichtig, ne? Wo ich so dachte, Alter, das ist echt krass. Die nehmen sich halt unglaublich viel Zeit, auch für diese Disco-Mucke und für diese Party-Atmosphäre und ja, gut. Ja, aber Justus hat noch den Verdacht er wundert sich, dass der DJ nicht mitkommt irgendwie. Ja, und er findet alles Mögliche total fraglich. Ja, und da kam ich nicht so mit. Ich meine, der DJ denkt sich vielleicht, naja, wer weiß, da killen die mich, wenn ich da jetzt komme, ne? Es sind genug Leute da. Außerdem, was soll er da auch machen ohne Kopf? Ich hab's gar nicht mitgekriegt, ne? Nein, vor allem, der hat keinen Kopf, der wird doch überall gegenlaufen, weißt du, stell dir mal vor, also er müsste ja auch im Zweifel seine Maskerade aufgeben oder so, weißt du, der ist ja irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen Slipknot-mäßig, ja, so jemand, der, gab's auch schon zu der Zeit, ne, der halt irgendwie unerkannt bleibt hinter seiner Maskerade und dann muss der natürlich auch einen Abgang machen. Also ganz ehrlich, um das auch nochmal aufzugreifen, diese Bemerkung, dass der DJ keinen Kopf hat, ne? Das ist ja von, wir sind da auch einfach so drüber weggegangen, weil für mich hat das auch von Anfang an null Mystery, null Rätsel oder irgendwie sowas an bedrohlichem Geheimnis. So nach dem Motto, oh mein Gott, da steht ein DJ ohne Kopf. Was ist das denn für einen Geist, für ein Monster, für einen weiß ich nicht. Da geht man doch einfach so, weiß ich nicht, oder? Ja, eben. Ah ja, außer Peter einmal kurz, der halt sagt, vielleicht ist er wirklich mit dem Teufel im Bunde. Und Bob so sagt, ja, na klar. Genau, das kommt noch so. Aber es ist halt jetzt erstmal, ist es wirklich so. Ja, es ist so wie so ein simpler Trick in der Fußgängerzone irgendwie so. Du nimmst es zur Kenntnis, dann denkst du, oh, krass, aber es ist dir klar, das wird irgendein Trick sein. Du vermutest da nicht, der Fußgänger, das war voll der Teufel und so. Ey, ich schwör's dir. Ja, und ich frage mich, warum dieses Mystery überhaupt aufgebaut werden soll. Ist das als Anknüpfungspunkt, an Hexenhandy? Ihr werdet es Trash nennen. So nee. Die es ist die Minninger-Formel. Die Nachfolger. Ja.
Genau, es soll die Nachfolgerfolge vielleicht auch sein, ne? So, und da gehört halt einfach das Mystery mit dazu. Und bei Hexenhandy ist es gut miteinander verbunden und verwoben worden, aber da löst es sich total, weil das Mystery ist halt ein Clickbait, ja, im Zweifel, wenn es denn eins überhaupt am ist. Am ehesten, ne? Also, ja, denke ich auch. Am ehesten, ja, ist es so eine Alibi-Funktion einfach, ne? Also, ja. Aber wir brauchen ja, irgendwas muss ja, wieso sollen die denn zu diesem DJ da gehen? Ne? Weil der auch keinen Kopf hat. Genau, das ist das Erste, was einem einfällt. Gut, aber ja, genau, aber es ist halt genau das, Hanno. Aber wie soll der denn ohne Kopf, ja, wie soll der denn die Plattenteller und die Nadel in die Rillen, ja, der dazugehörigen und so weiter und so fort, wie geil das auch noch erklärt worden ist am Anfang alles. Naja. Aber es ist genau da, die Szene, die jetzt kommt, Hanno, genau, ist nämlich, dass Peter jetzt so in der Rückschau in der Zentrale, oder sagen wir so, in der Bob ist derjenige, der halt sagt, gut, irgendwie total logisch, was da passiert ist. Alte Frau bis zur Erschöpfung getanzt, mit Drogen vollgepumpt, dass die tot ist. Ist soweit logisch und kein Rätsel. Und dann, ja, ist natürlich trotzdem so die Frage, was hat der DJ da gemacht, dass alle so ausgerastet sind und so wie ferngesteuert da so seine Marionetten sind. Und dann ist Peter derjenige, der einmal kurz so sagt, vielleicht steht der ja wirklich mit dem Teufel im Bunde. So, und jetzt bin ich auch ein bisschen, sauer, weil ganz ehrlich, da kann man ja drauf, also da ist ja nicht so, dass die mal zum ersten Mal vor so einem Phänomen stehen. Ja. Mit der Mucke. Da kann man ja wohl mal kurz einen Sidekick oder so, oder ich weiß es nicht, ja, mit Musik des Teufels. Da war eh eine Geschichte. Du hast es gesagt. Du hast es gesagt. Was nicht? Ich habe nichts gesagt. Ja, aber hier, ja, okay. Phonophobia und was ist die, ja, genau. So. Ja, ja. Also,